So, haben wir hier noch was? Sieht nicht so aus, doch hier haben wir was. Ein paar Flyer. Da ist noch Platz für andere. Tja, Larry, das kommt davon, wenn du ungeschützt irgendwo rumfingerst. Hoffentlich hast du jetzt gelernt, dass du dir immer was überziehen solltest, bevor du dich an unbekannte Stellen voran tastest. Eigentlich hättest du für so eine Dummheit, cool. Dasselbe. Retro on. Können wir es nochmal machen? Ja, können wir. Keine zweite Chance von ihnen, da wir wollen mal nicht so sein. Ich mach's natürlich zweimal. Da wird nur hergestellt. Na gut, die sind drei. Jetzt bestimmt ein Achievement für. Wenn man es fünfmal macht. Ich wollte es nur fünfmal machen. Ist bestimmt ein Achievement für. Deswegen. Vielleicht, wenn man es 10-mal macht. Nee. Aber wenn man es 5-mal macht. Wir haben diesen Screen noch nicht oft genug gesehen. Oh, schade, kein Achievement. So haben wir jetzt oft genug gesehen. Das Screen. Das Kabel hat mehr Bruchstellen als mein Ego zur Highschool-Zeit. Da hängt nichts, was mich. Im Inventar meinen Schlüssel. Da können wir jetzt hier hinein. Ins Hinterzimmer. Auch abgebrochen. Sind die Schlüssel hier aus Wachs, oder wie? Und die Tür ist offen. Im Hinterzimmer. In der Bar. Was haben wir denn hier? Ein Ventil. Lefty hat gesagt, dass das Rohr erst repariert werden muss. Ah, okay. Dann... Lefty hat gesagt, dass ich irgendwas betätigen muss, um ihn wieder zum Laufen zu bringen. Aha. Wissen welchen her? Das ist nichts Neues auf dem Handy. Das ist das kaputte Rohr, das ich reparieren soll. Na toll, das sieht ja. Das Rohr ist hinüber. Fantastisch aus. Man müsste schon das ganze Stück austauschen. Irgendwas im Inventar, womit wir das in einem bestimmten Pflaster drauf kleben. Das ist gut so, wie es ist. Oder ein Kaugummi gegenkleben. Das hilft mir nicht. Ach was. Was halte ich für ein Gerücht? Lefty sagte, dass der Braukessel erst wieder in Gang gebracht werden muss. Brauwaschmaschine, ach du Schande. Okay, wir haben uns Waschmittel eingesteckt. Weichspüler. Vielleicht nur einen Drink. Ich kann sie nicht aufmachen, solange der Waschgang noch läuft. Können wir den Waschgang unterbrechen? Lefty hat gesagt, dass das... Leftys frische Wäsche. Immerhin zieht er sich offenbar regelmäßig um. Seit wann trägt Lefty denn... Ah, das muss dieser Aaron gehören. Aha. Es fällt sicher nicht auf, wenn ich das mitnehme. Sicher. Wir sollten doch für den
Ja, wir suchen getragen. Das ist ein bisschen besorgt für den einen perversen Typ in der beim iPhones, bei Pi, wie ist das hier? Store. Hier wurde mal die Wand erneuert. Gut, und was machen wir jetzt hier? Das hilft mir nicht. Dreck ich machen. Okay. Können wir damit vielleicht... Besser nicht. Okay. Aber wir können hochgehen. Hm. Abgeschlossen. Aber ich... Skandalös. Klopf, klopf. Wer ist da? Wiebke? Wiebke? Wiebke, räume ich die Tür auf. Oh, echt jetzt? Boah, ich habe mittelalterliche Bücher gelesen, die sich schon für so einen alten Witz geschämt hätten. Au. Ich komme später. Also, zurück. Nein, danke. Der Witz war schmerzhaft. Lefty hat gesagt, dass das Rohr erst repariert werden muss. Bei Unterwäsche bin ich eigentlich nicht wählerisch, aber Leftys Unterhosen lasse ich. Gut, und nun irgendein Plan, wie ich jetzt weitermachen. Kann ich dir helfen, Larry? Also... Was macht Aaron da oben? Ah, das weiß ich nicht so genau. Und das geht mich auch nichts an. Irgendwas mit diesem Internet. Lass uns über was anderes reden. Was gibt's sonst noch? Wie soll ich deine Brauerei reparieren? Du musst den Braukessel wieder in Gang bringen. Den Hebel nach unten stellen, dann das Ventil drehen und den Hebel wieder nach oben stellen. Allerdings müsste man erst das Rohr reparieren. Da hat sich wohl irgendwas durchgeätzt. Was das wohl war? Bis später, Lefty. Wir sollen das Rohr reparieren. Ein Schnürsenkel vielleicht. Besser nicht. Vielleicht können wir irgendwas mit Metall miteinander kombinieren. Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Hm. Wie reparieren wir das? Das Rohr ist hinüber. Man müsste schon das ganze Stück austauschen. Haben wir denn irgendwas dafür? Ein Thermobecher. Das ist gut so, wie es ist. Lefty sagte, dass der Braukessel erst wieder in Gang gebracht werden muss. Hm. Besser nicht. Besser nicht. Okay, was können wir machen? Datenfeuer reinstecken. Das ist mir zu gefährlich. Das ist gut so, wie es ist. Nee, es ist nicht. Ich könnte wirklich kein Pflaster aufgeben. Lefty hat gesagt, dass das Rohr erst repariert werden muss. Lefty hat gesagt, gute dass Frage, ich... aber wie? Gute Sache. Die Krause. Das hilft mir nicht. Ist denn irgendwas, das ist gut was hier so, wie es ist. Ich fände es besser, wenn das höchst... Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das lässt sich nicht kombinieren. Ich fände es besser, wenn das Höschen keine Bremsstreifen abbekommt. Das lässt sich nicht kombinieren. Das hilft mir nicht.
Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das hilft mir nicht. Ich fände es besser, wenn... Die beiden Sachen funktionieren nicht. Das lässt sich nicht... Das lässt sich nicht... Das hilft mir nicht. Das kriege ich bestimmt... Das hilft mir nicht. Die beiden Sachen... Das lässt sich... Die beiden Sachen... Das lässt sich nicht kombinieren. Die beiden Sachen... Das hilft mir nicht. Die Karte scheint nur beim Aufzug zu funktionieren. Das lässt sich nicht... Das hilft mir nicht. Das lässt sich nicht... Die beiden Sachen funktionieren nicht mit... Die Karte scheint nur... Das lässt sich nicht... Nicht nötig. Das hilft mir nicht. Die beiden Sachen funktionieren. Das lässt sich... Nicht nötig. Das hilft mir nicht. Die beiden Sachen funktionieren... Für einen Dollarschein und für einen Dollarmünz nicht kombinieren. Das hilft mir. Ich bin so schon pleite genug. Das lässt sich nicht Die beiden Sachen. Das hilft mir nicht. Ich bin so schon pleite genug. Das lässt sich nicht Geld ist nicht immer die Lösung. Das hilft mir nicht. Die beiden Sachen Geld. Das hilft mir nicht. Das lässt sich. Das muss nicht. Die beiden Sachen. Das muss nicht geflickt werden. Barbarenbräu hat nicht genug Biss. Das hilft mir nicht. Aus dem Glas will ich nichts mehr trinken. Hier gibt's etwas, was geflickt werden muss, besser aber. Nicht. Das geht auch wieder nicht. Das muss nicht geflickt werden. Ja, aber das hier. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Klopf, klopf. Wer ist da? Nicht wieder. Wiebke? Wiebke, räume ich die Tür auf. Oh, echt jetzt? Boah, ich habe mittelalterliche Bücher gelesen, die sich schon für so einen alten Witz geschämt hätten. Ich komme später. Also, zurück. Nein, danke. Das hilft mir nicht. Was hilft mir denn überhaupt? Ich bin so schon pleite genug. Mal rausgehen und hier nachschauen. Das bekomme ich nicht herausgehoben. Besser nicht. Ohne guten Grund wühle ich da nicht. Etwas in Müll stecken. Ich fände es besser, wenn das Höschen. Das hilft mir nicht. Ich habe einen Schuh. Der würde mir sowieso nicht passen. Ich glaube, da ist etwas drin, aber der Busch ist zu dicht. Vielleicht können wir den irgendwo mit später. Das ist gut, schneiden. So wie es ist. Beam mich hoch, Scotty. Ist wohl gerade außer Betrieb. Keine Verzweiflungstat. Das ist ja komplett sauber. Ich meine, unbenutzt, das hast du doch bestimmt gerade erst gekauft. Das ist doch Beschiss. Ein gebrauchtes Höschen. Dann helfen wir dir. Perversling. Das ist noch schlimmer als Snowy. Das ist schwierig. Boah, das klingt ja übel. Aber in meinem Bett würdest du ähnliche Geräusche machen. Ah, ja. Kann ich dir irgendwie helfen? Hey, Leute, wie geht's euch? Becky?
Bist du das? Ich bin hier nicht so mega drauf, eher down. Weil hier so hart gefeiert wird, das macht mich fix und fertig. Aber ich bin gleich wieder on top und werde dann zu den anderen Party-Peoples rausgehen. Also, wenn ihr weiter dranbleiben wollt, was das Nightlife heute bringt, hier in der geilsten Location von New Lost Wages, dann klickt da unten auf Abonnieren und schreibt in die Kommentare, wo ihr heute crazy abfeiert. Ah ja, eine Klo-Story. Ja, das ist Becky. Warst du das? Hast du mir was in den Drink gemixt? Du solltest Lefty verklagen. Sobald ich... Hier, fertig. Bist du bald fertig? Ich muss mal dringend. Geh weg. Das dauert noch. Kannst du mir mal das Toilettenpapier rausgeben? Um Gottes Willen. Das brauche ich alles selbst. Aber... Das bleibt unter uns. Ich bräuchte eine Unterhose. Warum brauchst du... Ich will nicht darüber reden. Ich sehe, ob ich was auftreiben kann. Warum wollen eigentlich alle, dass ich ihnen Unterhosen besorge? Würgende Frauen machen mich irgendwie scharf. OMG, das ist ja abartig. Yeah, baby. Plaudern wir später weiter. Bloß nicht. Ach, geht's. So, hier habe ich eine für dich. Könnte sogar passen. Danke, ein Glück. Ist noch was? Das Toilettenpapier. Bitte. Da. Jetzt braucht es nicht mehr, oder was? Das ist nur eine leere Rolle. Ich habe alles gebraucht. Würdest du dich bitte aus dem Staub machen? Ich will mich umziehen. Du hast da eine leere Klopapierrolle, Larry. Ist schon wieder alles aufgebraucht? Ja. Komisch. In letzter Zeit ist das immer ruckzuck leer. Das ist ein Geheimnis, das wir niemals aufklären werden. Kannst du mir einen Gefallen tun und das Toilettenpapier auffüllen? Es ist gerade eine neue Lieferung eingetroffen. Du findest alles im Hinterzimmer. Papprolle. So, fertig mit der Papprolle. Das hier wichsen. Das hilft mir nicht. Klopapier. Besser nicht. Das wird es auch nicht weicher machen. Das lässt sich nicht... Also. Perfekt. Ich nenne es den Po-Schmeichler. Bitte was? Das lässt sich nicht... Das hilft mir nicht. Die beiden Sachen... Das ist schon... Die beiden Sachen... Das ist schon für die... Das hilft mir. Das lässt sich... Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Ach, Larry, das mit dem Toilettenpapier kannst du jetzt auch vergessen. Sehr weiches das Klo hat es nicht überstanden. Es hat schon viel erlebt in all den Jahren, aber das war zu viel. Diese Becky ist jetzt auch verschwunden. Ich soll dir ausrichten, dass sie dich nie wiedersehen will. Und wir haben jedoch den Slipper damit. Na toll. Hat Becky da vielleicht? Ja, sie hat ihr Höschen da reingeworfen. Oh je. Ich glaub's ja nicht. Nötig mit gebrauchtem Höschen. Ach du Heiliger. Und das Klopapier hier. Besser nicht. Okay, wir haben jetzt sehr welches Klopapier. Du musst noch ein anderes mitnehmen. Damit bin ich vorerst. Ich bin auch bestimmt das hier als Rohr benutzen. Die beiden Sachen. Das hilft mir. Besser nicht.
Daraus lassen Sie... Das lässt sich nicht kombinieren. Die beiden Sachen funktionieren... Das hilft mir. Wie ist schon... Das lässt sich... Die beiden Sachen... Das hilft mir. Wie ist schon Schmutz? Bevor ich es... Das hilft mir. Wie ist schon Schmutz? Besser nicht. Besser nicht. Wie ist schon schmutzig? Okay, ich weiß auf jeden Fall, wo wir damit hinkommen. Auf geht's. Hallöchen, ich hab was für dich. Boah. Ja, das ist der Stoff. Eindeutig gebraucht. Hast du nicht gesagt, du willst das Höschen nur als Beweis, dass ich ein geiler Aufreißer bin? Klar. Ich rieche nur zur Sicherheit daran. Boah. Und das Toilettenpapier ist so weich. Fühl mal. Ach, für ihn sind das Toilettenpapier. Krieg ich auch was davon ab? Niemals. Ihr wolltet mir doch bei diesem Timber-Ding helfen. Aber natürlich. Wir geben dir jetzt alle Tipps. Dann fliegen dir mehr Muschis zu, als du vögeln kannst. Aber lass uns auch noch ein paar übrig. Gib mir mal dein Pifon. Hier. Wenn du irgendwas an meinen Einstellungen änderst, hacke ich dein eigenes P-Phone und veröffentliche deinen Browserverlauf. Okay. Das wird doch keiner sehen. Damit ich das Profil einrichten kann, musst du mir ein paar Fragen beantworten. Sein Browserverlauf. Larry Laffer. Spitzname? Schwanzos Longus. So haben sie mich in der Grundschule genannt. Beruf? Frauenversteher. Ich trage einfach IT-Spezialist ein. Darauf stehen die Frauen. Ja, und steigen sie deswegen auch dauernd nach. Was ist dein Motto? Deine Tagline? Natürlich. Ja, wirklich kenne ich stets gar nicht. Kommst du öfter hierher? Das passt zu dir, Alter. Oh ja, natürlich. Mal nachrechnen. Das müsste 69 sein. Bleiben wir realistisch. Nehmen wir 39. Lieblingstier? Halben, Nashorn, Biber, Munchichi. Al? Meine Astrologin sagt, das wäre mein Krafttier. Eigene Genderzuordnung? Es ist kompliziert. Ich trage Mann ein. Aber mit Anführungszeichen. Sexuelle Ausrichtung? Definitiv. Was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Definitiv. Okay, ich trage mal bisexuell ein. Dann hast du die meisten Möglichkeiten bei Tinder. Das haut auch hin. Ihr seid die Profis. Lieblingsstellung? Schieß der Paus nicht mehr ab. Also alle. Vom Baum hängend, mit überkreuzten Beinen und durchgedrücktem Rücken. Sagen wir lieber Scroonicorn. Das ist gerade in. Okay. Was für ein Ding? Nur noch das Profilbild. Zeig dich mal von deiner Schokoladenseite. Perfekt. Wenn das kein beeindruckendes Profil ist, weiß ich auch nicht weiter.
Was mache ich jetzt mit diesem Timber? Wenn jemand zu deinem Profil passt, wird die Person als Kontaktvorschlag angezeigt. Und dann kannst du die Bilder nach links wischen, wenn du sie nicht magst, oder rechts, wenn sie dir gefallen. Wenn dich eine Person mag, wird sie dir unter Matches angezeigt. Auf der Unterkarte werden dir deine Matches angezeigt. Auch diejenigen, die du zu Hause gewischt hast. Und dann bekommt man Punkte? Ich brauche 90, damit Faith mit mir ausgeht. Dann mal viel Erfolg dabei. Prone hat einen komplizierten und streng geheimen Algorithmus in Timber eingebaut, der deine Punktzahl bestimmt. Dabei wird die Anzahl deiner Kontakte, die Qualität deiner Kontakte, die Sexhäufigkeit und die Sexqualität bewertet. Außerdem bewerten alle Timber-Mitglieder sich gegenseitig. Ein gut verlaufenes Date gibt mehr Punkte. Die App bewertet Häufigkeit und Qualität von meinem Sex? Hä? Wie macht sie das? Das fragen wir uns schon länger. Nochmal langsam. Ja. Ich muss mit möglichst vielen Frauen Sex haben, um an meine Traumfrau Faith ranzukommen? Ja, so könnte man das formulieren. Wow, das 21. Jahrhundert ist super. Hey, Larry. Ja, Süße? Ich habe neue Vorschläge für dich auf Timber. Aha, das Profil funktioniert. Die Frauen fliegen auf mich, wie erwartet. Macht euch bereit, Ladies. Hier kommt Larry Leffer. Pi, oh, was ist mein aktueller Score? 1. Es ist ein Anfang. Nur noch 85 Punkte, Faith. Bald haben wir unser Date. Was für ein Spinner. Kann ja nichts schief gehen. Haben jetzt tiefen über Timber. Ah ja. Da bin ich der von 39. Der Zielspezialist. Meinst du, jetzt schon zu Stungus? Kommst du öfters hierher? Hab die sexuelle Skunikon. Ach, das ist Skunikon. Ah ja. Sorry, ich, es ist. Aha. Ich habe mal Blut 18. Als Roller-Duel. Ich will mit dir kiffen und alte Platten hören. Ah, ja. Er braucht alles, was er kriegen kann. Subtil ist nicht mein Ding, das ist genau das Richtige für Larry. Nur ein kleiner Junge in der großen Stadt. Ja. Er braucht alles. Na schon. Oh krass. Als ich den noch Mülleiern geschluckt habe. Okay. Hashtag InstaLive, InstaKurzwund. Aber like this. Aha. Picky Butter. Ah, hier. Ich nehme gleich ein Date mit ihm. Ich bin so auf dem Foto, ist mein Ex. Ist das Profil vom Fisch oder von. Ich frag hier nur. Okay, jetzt wiederholt sich das. Wie funktioniert das hier? Wir können uns jetzt wahrscheinlich die Wunden, die Fingerwunde kleben. Selbstverständlich noch nichts. Ja. Ich bin etwas angeekelt. Nicht nur etwas. Was gibt's? Wollt ihr wirklich euer ganzes Leben in so einem seltsamen Laden arbeiten? Ich nicht. Was? Ich möchte Trainer von Wrestling-Alpakas werden. Dass du einen Knall hast, war mir klar. Aber dass es so schlimm ist, Wrestling-Alpakas, als gäbe es sowas. Gibt's bestimmt. Hab ich schon im Coverbild gesehen.
dass das gibt. Wollt ihr wirklich euch? Ich nicht. Was? Ich möchte. Dass du ein. Ich komme später wieder. Fantastisch. Du hast neue Matches auf Timber, Larry. Das ist ja unmöglich.